Freunde der virtuellen Realität. Schön, dass ihr eingeschaltet habt zum heutigen Pico News Video. Ganz kurz in eigener Sache, falls ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, würde ich mich freuen, wenn ihr das jetzt machen würdet. Einmal auf Abo drücken und dann unterstützt ihr meine Arbeit, werdet immer informiert, wenn es Neuigkeiten gibt. Also würde ich mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr das jetzt machen würdet. Ja, es gab wieder Game Releases, leider weniger als letzte Woche, aber immerhin gibt es neue Games und darauf gehen wir hier ein. Es gibt eine Gutscheinkampagne, es gibt natürlich auch wieder einen kleinen Sale dabei. Und das ganz große Thema ist der morgige Discord-Launch, der Pico-Discord-Launch. Und darauf bin ich ja in den Pico-Talk-Berlin-Video schon mal drauf eingegangen. Wer es nicht gesehen hat, werde ich auf jeden Fall mal in die Infobox packen. Könnt ihr mal reinschauen. Und ja, ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach mal erstmal zu den Game-Releases. Am Ende werde ich dann den Discord-Launch nochmal mit euch durchgehen. Und ja, dann geht's jetzt los. Ja, der erste Release ist Wildlands 2, ist ein Game, was, ich glaube, 2018 erschienen ist auf Steam VR. Und hier seht ihr auch mein Gameplay von der Steam VR-Version. Und Wildlands ist ein Action-Fantasy-Adventure-Game, kann man sagen. Wir haben eine schöne, knuffige, bunte Welt, auch wenn sie so schön bunt aussieht. Kann genauso gefährlich und nervenaufreibend sein. Wir haben natürlich kleine Gegner, wir haben Endbosse. Man kann oft abstürzen, wenn man was falsch macht. Wie ihr hier seht, wir haben zwei Enterhaken, mit denen wir uns durch die Welt bewegen. Und wir haben Pfeil und Bogen, mit dem wir uns dann auch vor Gegnern wehren können. Es hat auch einen Koop-Modus. Ob der jetzt auch in der Pico-Version drin ist, weiß ich nicht. Aber denke ich mal, da gehe ich mal ganz stark von aus. Und im Koop-Modus macht das natürlich umso mehr Spaß. Ich fand das damals echt cool gemacht, das Game. Für mich lohnt sich es auf jeden Fall, wenn ich jetzt, wenn ich eine Empfehlung rausschreiben muss, empfehle ich das Game. Aber man muss natürlich, wenn man sich das Video jetzt hier anschaut, dieses Genre auch mögen. Von daher, 24,99 wird es im Pico Store kosten. Schaut einfach mal das Video an. Ich werde es auf jeden Fall mal in die Beschreibung packen. Könnt ihr mal gerne reinschauen. Und Pico Gameplay-Material kann ich euch jetzt noch nicht zeigen. Ja, kommen wir zum nächsten Release. Und das ist Beat. Ja, und Beat ist ein kleiner Kurzfilm. Es ist kein Spiel, sondern ein VR-Film, ein VR-Kurzfilm, der 12 Minuten dauert. Kostet 1,99 € und handelt sich um diesen kleinen Roboter, den wir hier sehen, der kein Herz hat, ziemlich verrostet ist. Und ja, darum dreht die ganze Story sich. Und ich blende euch jetzt erstmal den Trailer ein und danach sehen wir uns wieder. Und das war der Trailer von Beat. Ja, sieht ganz süß aus, muss ich sagen. Und für 1,99 € kann man, glaube ich, nicht so viel falsch machen. 12 Minuten Spielzeit haben wir hier. Und ja, wir erwecken ihn zum Leben, weil wir ihm unser Herz schenken. So sah es zumindest aus dem Trailer aus, weil dieser Strahl zum Roboter ging. Und ja, das war Beat. Und kommen wir zum nächsten Release. Und das ist Farming Tractor, kostet 7,99 € und ja, wie der Name schon so verrät, wir müssen uns um einen Bauernhof kümmern, haben einen Traktor und ja, da machen wir dann unsere Arbeit mit, müssen über schwierige Brücken fahren, wie wir hier sehen und müssen ernten, müssen halt arbeiten. Ich meine, jeder kennt diese Art Spiele, meins ist es nicht. Weil es schnell in Arbeit ausartet und ich will in VR wirklich irgendwelche Storys erleben. Ich will abschalten vom Alltag und möchte nicht dann unbedingt noch arbeiten auf dem Bauernhof. Aber es gibt genug Fans da draußen, ist auch vollkommen in Ordnung.
Und ja, wie wir hier sehen, was alles möglich ist, was wir hier machen können, ja, das wird die Farming-Fans da draußen mit Sicherheit interessieren. Und sieht ziemlich umfangreich aus. Ich habe es, wie gesagt, selber nicht getestet. Und ja, wir müssen uns auch hier um die Kühe kümmern, ne? Müssen die medizinisch versorgen. Grafisch ist es jetzt natürlich kein Meilenstein, aber ich glaube, bei solchen Spielen ist auch jetzt nicht die Grafik steht im Vordergrund, sondern ja, der Spielspaß und was wir da alles so machen können, erleben können. Ja, 7,99 € ist vollkommen in Ordnung für so ein Game, muss ich sagen. Und ist definitiv was für Farming-Fans da draußen. Also macht den Traktor nicht kaputt und habt Spaß dabei. Das waren die drei Releases dieser Woche. Ein VR-Film ist dabei und ja, ich muss sagen, VR-Filme mag ich, müsste es viel mehr von geben und für 1,99 kann man da auch jetzt nicht so viel verkehrt machen. Ja, kommen wir aber zu den Kampagnen. Es gibt jetzt eine Play-Together-Kampagne, da gibt es drei Gutscheine, die man einlösen kann. Einmal 10, einmal 20 und 30%. Und wenn ihr die einmal aktiviert habt, sind die 7 Tage lang gültig. Die ganze Kampagne geht vom 1.6. bis zum 10.6. Und ja, in der Zeit könnt ihr die dann halt einlösen. Und 30% ist natürlich für teurere Titel lohnenswert. Und die 20 und 10% muss man halt gucken, für welche Games, die man dann benutzt. Also ich finde die Aktion sehr cool. Kann man immer gebrauchen, ne? Bisschen Rabatt auf die Games. Und ja, wie gesagt, wenn ihr die einmal aktiviert habt, sind die 7 Tage lang gültig. Und könnt ihr euch für 7 Tage lang dann einen Titel aussuchen. Ja, das dazu. Und dann gibt es einen Bundle, X-Fighter und X-Fitness-Bundle, 38% Rabatt von 39,98 auf 24,99. Ist natürlich auch ein cooler Rabatt, muss ich sagen. Also 38%, wann hat man das mal? Und wer gerne VR-Fitness-Games zockt, ja, der ist da auf jeden Fall richtig aufgehoben. Morgen ist es soweit. Pico launcht den Discord und ja, was bezweckt Pico mit dem Discord? Also sie wollen, dass sich Leute dort verabreden können für Play-Sessions, ja, Multiplayer-Games, dass man mehr, ja, viele Leute haben das Problem, man hat eine VR-Brille, hat aber nicht genug Freunde, die eine VR-Brille haben, weil VR immer noch eine Nische ist und so kann man sich wirklich online ja, besser vernetzen. Man kann über einen Bot Spiele-Sessions planen und muss dann Name des Spiels, aktuelle Datum, Uhrzeit, was ihr dann für was das geplant ist, Angabe der Teilnehmerzahl, Pico-ID und so weiter und so fort. Und dann wird eine Play-Session erstellt, die dann jeder sehen kann und sich dadurch dann dafür anmelden kann. Ist cool, finde ich echt super und man muss natürlich schauen, wie gut das ankommt, wie gut das angenommen wird, aber ich finde das echt cool. Es wird auch Playstations geben mit Pico-Mitarbeitern und für Juni ist geplant, dass ein größerer Entwickler mit bei einer Playstation dabei ist. Welcher Entwickler das ist, weiß ich noch nicht, aber sowas ist auch geplant und ja, ich finde das echt cool, weil man hat echt das Problem, dass man nicht genug Freunde hat mit einer VR-Brille und ja, so kommt man dann auch in den Genuss von Multiplayer-Games. Und kann sich dadurch besser vernetzen. Natürlich gibt es genug Anlaufstellen, auch wie meine Facebook-Gruppe, Discord und so weiter. Aber ich finde cool, dass Pico sowas dann auch in die Wege leitet und auch das Problem erkennt, dass zu wenig Leute ja, miteinander vernetzt sind, die VR haben. Ja, das zu diesem Thema. Wir haben die Möglichkeit, uns Rollen zuzuweisen, also Länderkategorien und dann werden auch, ja, Kategorien eröffnet, die wir dann sehen. Zum Beispiel ein deutscher Chat. Die Hauptsprache ist Englisch. Ist natürlich heutzutage vollkommen normal. Aber es wird auch einen deutschen Chat geben. Und das finde ich natürlich auch sehr wichtig, dass es für jedes Land auch spezielle Chats gibt, die dann ein- oder ausgeblendet werden können, je nach Rolle. Und ja, dann gibt es natürlich einen Hauptchat. Also wie das Ganze jetzt aussieht, weiß ich. Ich habe selber noch nicht reinschauen können. Den Link bekomme ich später. Ich werde den Link definitiv dann unten auch unter die Kommentare packen und in die Beschreibung. Dann könnt ihr da auch gerne joinen. Und ja, wichtig ist auch, hier wird man relativ schnell informiert in diesem Discord.
wenn es Updates zu Spielen gibt, Probleme zu spielen, wenn neue Releases rauskommen. Und das wird wohl der schnellste Weg sein, um diese Neuigkeiten zu erfahren. Und es wird immer mal wieder ab und zu Giveaways geben. Jetzt zum Start wird es auch einen Giveaway geben. Und da werden mindestens 10 Keys verlost. Und diese Leute, die dann gewinnen, können sich unter 5 Spielen dann halt einen Key aussuchen. Das ist Real Fishing VR, Breachers, 11 Table Tennis, Demio oder Rampage VR. Und finde ich echt cool, dass sowas gemacht wird. Wenn ich jetzt weiß, wie viele Keys es wirklich gibt, dann werde ich das auch nochmal in die Beschreibung packen. Und ja, aber cool, dass es jetzt zum Launch sowas dann gibt. Also alle drauf auf den Discord. Vielleicht kann man Discord ja so crashen. Nee, Spaß beiseite. Aber ja, alle zahlreich drauf. Ich finde es super, dass da wirklich auch ein Hersteller das Problem erkannt hat und ja, sowas dann in die Wege leitet. Auch wenn es da dort dann News und Release und sowas gibt, definitiv weiter meine News-Sendung gucken, ne? Ist ganz wichtig. Nee, aber auch super. Es gibt oft, wenn Release raus ist, gibt es Probleme bei einem Spiel. Manchmal startet es nicht oder ist irgendwas schiefgelaufen. Es ist halt nicht so einfach, wie wir uns das manchmal vorstellen, wenn so ein Game released. Und sowas kann dann relativ schnell publik gemacht werden auf dem Discord und man kann dann nachlesen, was es für Probleme gibt. Wann da Abhilfe geschafft wird und so weiter und so fort. Also ich finde sowas echt toll, sich zu informieren. Und ansonsten muss man immer im Netz suchen, wo gibt es jetzt irgendwelche News dazu. Und wenn wir hier so eine Anlaufstelle haben, wo wir dann direkt draufgehen können und News-Updates gucken, da wird es dann wahrscheinlich einen Channel geben, ist das umso besser. Ja, Leute, das war's erstmal mit dem Pico-News. Ich hoffe, euch hat es wieder gefallen, war informativ für euch. Ja, wie immer, ich muss es immer wieder erwähnen, weil es vielleicht auch runtergeht. Ich bin selber, wenn ich schon mal ein Video gucke, vergesse ich selber, ein Abo zu setzen. Also, wenn euch es gefallen hat, ein Abo bitte geben, wäre echt nice. Ja, Like drauf, würde ich mich echt freuen. Und ja, ich danke euch für eure Aufmerksamkeit und wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis dann. Tschüss.